next speaker is Angela Washko. She's an artist, writer. Willkommen in Eliza. Die nächste Sprecherin ist Angela Washko, Künstlerin und Aktivistin, Assistant Professor in Kunst an der Carnegie Mellon und arbeitet daran, Communities zu mobilisieren und Diskussionen über Feminismus anzustoßen, wo es sie gerade entweder nicht gibt oder wo sie feindselig normalerweise entgegnet werden. Heute wird sie insbesondere über feministische Diskurse in Spielen sprechen und hat solche Kunst in dem LA Museum of Modern Art und auf einem Filmfestival vorgestellt. Ihre Arbeiten wurden berichtet von Art in America, New York Times, Time Magazine und vielen anderen. Insgesamt sind wir extrem glücklich, sie endlich hier zu haben, um über Strategien für Aktivismus und Performance in feminismusfeindlichen Umgebungen zu sprechen. Vielen Dank, Angela Washko. Okay. Könnt ihr mich richtig hören? Mein Britney Spears Headset, ich bin darüber sehr aufgeregt. Vielleicht könnt ihr es nicht sehen, weil es bestens unsichtbar ist. Vielen Dank an alle im Arts and Culture Committee, die mich eingeladen haben. Ich bin Angela Washko, Aktivistin und Künstlerin. Mache in Videogames Performance und Aktivismus. Und wie ihr gehört habt, bin ich nicht mehr nur Visiting Professor, sondern jetzt Assistant Professor an der Carnegie Mellon und lebe vollständig in Pittsburgh. Heute werde ich über Nischensprachen in gewissen Online-Communities sprechen und ihre soziokulturellen Nebenprodukte in digitalen Umgebungen. Ich werde insbesondere außerdem sprechen über Online-Pickup-Artist-Communities. Es wird sehr schwierige Inhalte in diesem Vortrag geben und ich werde versuchen, angemessene Warnungen vorher zu geben. Ich werde starten mit, was für Prozesse haben mich dazu gebracht, darüber nachzudenken. Wie ihr hier World of Warcraft seht, das, was ihr hier seht, ist die Vanilla World of Warcraft Version. Da fing ich schon damit an. Nach Jahren war ich in kompetitiven Gilden frustriert von meiner Erfahrung, von meinem Erlebnis in Online-Communities. Ich war genervt davon, ständig wieder gesagt zu kriegen, in die Küche zu gehen und Sandwiches zu machen oder sonstiges aggressives Harassment zu erleben, sobald Menschen wissen, sobald Menschen mich als Frau identifizieren. Also habe ich versucht, mein aktivistisches und künstlerisches Wissen einzubringen in diese Online-Communities, um zu sehen, wie sie so misogyn, homophob und sonst wie diskriminierend geworden sind. Also statt Gegner zu killen und großartiges Equipment einzusammeln, habe ich jetzt das Council für Sensibilität und kulturelle Awareness in Spielen in World of Warcraft ausgegründet.
women, members of the queer community, and people of color. This was especially true on the servers that I primarily played on. In sessions with the council. In Treffen mit dem Council kamen Personen in diesen öffentlichen Räumen zusammen und haben über die Erfahrungen dort gesprochen, über die diskriminierende Sprache, über Diskriminierungserfahrungen, warum Menschen so negativ über Feminismus gesprochen haben, warum diese Politik aus dem realen Leben so integral zu diesen Erfahrungen sind in diesem ansonsten Fantasieland, in dieser Fantasieerfahrung. Die Intention des Projekts hat die Intention des Projekts hat sich geändert von dem ursprünglichen Idee, die Sprache in diesen Communities komplett zu verändern. Und wir haben uns dahin gewandelt, Präsenz und Awareness zu schaffen über die Diskriminierungserfahrungen, die Menschen in diesen Online-Räumen machen. Und indem wir darüber sprechen und diese Erfahrungen teilen von Personen, die ansonsten in diesen Orten gesilenced werden. Die Diskussion wurde gestartet auf einem Server, auf dem ich sehr aktiv war. Und wir haben gestartet mit einem Guidelines für performative Aktionen auf diesem Server. Und das, was hier im Hintergrund läuft, ist Videodokumentation von einem dieser Treffen auf dem Council. Das ist eine große, grundlegende Beschreibung von diesem Projekt. Fehlen viele Details. Wenn ihr mehr über die Details erfahren wollt, habe ich ein Essay geschrieben darüber, warum Feminismus in World of Warcraft besprochen werden muss. Und dieser Essay gibt es online. So, Schreiben über die Projekte, die ich tue, ist für mich sehr wichtig. Also alle Projekte haben immer eine schriftliche Dokumentation davon. Ein weiteres Projekt von mir ist über Nischen der Online-Communities, die nicht inklusiv für Frauen sind. Vor einigen Jahren hat mich eine Person interessiert, deren Texte immer wieder immer wieder erwähnt wurden von Männerrechtsaktivisten. Falls ihr damit nicht bekannt seid, Rouge V ist ein professioneller Pickup-Artist oder ein professioneller Pickup-Coach sogar. Und er ist einer der größten Misogynisten im Internet und er hat sich diesen Titel verdient. Rouge V verbringt seine Zeit damit, um die Welt zu reisen und Männern zu erzählen, wie sie performen sollen und wie sie Sex mit so vielen Frauen wie möglich haben können, in so wenig Zeit wie möglich. Er hat Reiseführer geschrieben über wie man Sex in verschiedenen Ländern möglichst schnell haben kann. Wenn In Bezug auf diejenigen, die ihm folgen, ist mir Folgendes aufgefallen. Er erzählt immer wieder, in den Texten, die er schreibt, in seinen Büchern und auf seinem Blog, sind Frauen eigentlich nicht repräsentiert, deren Perspektive ist nicht repräsentiert. Was ich aufzeigen wollte, ist die Erfahrung von den Frauen, die Sex mit ihm hatten und die über die extrem aggressive Erfahrung mit ihm sprechen wollten. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass Rouge über mein Projekt weiß, als da er darüber getwittert hat. Über diesen Austausch ist er für mich weniger eine Person geworden, über die ich eine Anklagekampagne machen kann, sondern er ist immer mehr eine komplexe Person geworden. Ich habe aufgehört, ihn als dieses Feindbild zu sehen und ich habe
versucht herauszufinden, was die Taktiken in seiner Community sind und was seine persönliche Motivation darin sind. Und wollte, haben nach Möglichkeiten gesucht, auf diese Sachen zu reagieren. Und viele der seiner Follower sind heute als die Bewegung der alternativen Rechten, der Alt-Right, bekannt. Ich habe ein Video-Interview mit ihm geführt und das war ungeplant 2 Stunden lang und es war sehr anstrengend. Ich werde euch 2 Clips zeigen und es gibt sexuell explizite Beschreibungen hier über weibliche Orgasmen. Wenn ihr das nicht hören wollt, ist jetzt der Zeitpunkt auszuschalten oder den Raum zu verlassen. Ich bin ein heterosexueller, normaler Mann. Ich bin einfach nur ein durchschnittlicher Mensch. Ja, aber du hast das hier geschrieben. Ja. Kannst du das für ein Publikum beschreiben, die mit deinen Büchern nicht, mit deinem Buch nicht vertraut sind? Und was heißt es, Vögel in Estland, aber nicht in Dänemark? Das Buch ist geschrieben, um Männern zu helfen, zu lernen, wie sie sexuelle Kontakte initiieren können mit Frauen, wie sie schnell Attraktionen aufbauen können, wie sie schnell Frauen ins Bett kriegen können. Wenn es Ihnen nicht stört, würde ich dir gerne eine Passage aus Bang vortragen, auf die du mehr erläutern kannst, die wahrscheinlich wesentlich extremer ist, als was du jetzt machst. Wenn du mit mir jetzt das Out-of-Context-Game spielen willst und so einen Absatz voll aus deinem Kontext reißen willst, so, ja, nee. Ich werde dich einfach das jetzt beantworten lassen, aber ich möchte dich ja nicht aufregen. Also darum geht es nicht. Das heißt, diese Section heißt, wenn du dich nicht wie ein übergriffiger Mensch anfühlst, dann bist du nicht, ja, nicht krass genug. Das sind deine Worte. Sie wird dich nicht in ihre Wohnung einladen. Sie wird nicht sagen, dass sie Sex mit dir haben will. Wenn du Angst hast, dass sie dich für, ja, einen Creeper hält, dann bist du auf dem richtigen Pfad. Krieg euch in ihre Wohnung, krieg sie in ihr Schlafzimmer. Nimm sie mit in dein Schlafzimmer und fake sie immer wieder. Ich denke, diese Passage ist etwas extremer als das, was du vorhin beschrieben hast. Stellen wir uns mal vor, dass ich mit 20 Frauen sprechen würde, die mit dir geschlafen haben. Was glaubst du, würden die sagen? Ich würde sagen, dass die wahrscheinlich sagen, dass ich sie mit einer guten Energie begegnet bin, dass ich sie nicht verängstigt habe, dass ich männlich und stark gewirkt habe und gleichzeitig, dass ich mit einer guten Energie angekommen bin, in die sie interessiert waren. Ich würde kein Gespräch führen, wenn ich keine Rückmeldung von der Frau bekommen würde. Es kommt selten zu dem Punkt, wo die Frau sagen würde, nein, ich mag das nicht, hör auf mich zu berühren. Ich registriere, wie sie sich bewegen, wie sie reden, wenn sie wollen, dass ich den nächsten Schritt gehe. Ich möchte einfach nur dahin kommen, dass es die geringsten Erwartungen gibt. Das ist gleichzeitig ein Fluch und ein Segen.
Du hast erwähnt, dass dein Orgasmus von größter Wichtigkeit ist. Kann ich dich fragen, warum? Weil die Natur den männlichen Orgasmus als wichtiger konstruiert hat. Wenn ein magisches Gas Menschen umranden begegnen würde und davon abhalten würde, dass Frauen jemals wieder einen Orgasmus haben, würden das keinen großen Einfluss haben. Aber wenn das gleiche Gas männliche Orgasmen beeinflussen würde und es keinen männlichen Orgasmen mehr gäbe, dann würden wir aussterben. Deswegen sage ich, dass die Natur dafür gesorgt hat, dass der männliche Orgasmus zentral für das Leben ist. Und deswegen ist der weibliche Orgasmus nicht so wichtig. Wenn der stattfindet, das ist großartig, aber aus meiner Perspektive ist der nicht so zentral. Ich sage, die Natur hat es so gegeben. Oh, die Dinge, die so in diesen verteidigenden Positionen gesagt wurden. Vielleicht sollten wir einfach die Natur verändern. Oh well. Ihr seht jetzt reichlich Mails, die ich im Zeitraum dieser Forschung über seine Community gekriegt habe. Rouge war zuerst enthusiastisch über meine Forschung und das Projekt an sich, weil er die Medienaufmerksamkeit sehr mochte. Das hat mich allerdings sehr gestört. Also wurden er und seine Community aber hinterher dann doch sehr genervt darüber, dass die Medien weiterhin das als negative Aufmerksamkeit geframed haben. Also fing seine Community an, mich anzugreifen, mich zu harassen, mir Vergewaltigungs- und Todesdrohungen zu schicken. Und das geht weiterhin so auf dem Rushvi-Forum. Er hat auch weiterhin versucht, die Leute zu motivieren, ihre FreundInnen, KollegInnen und so, die Freunde und Kollegen dazu zu motivieren, das auch zu tun. Als Aktivistin war ich sowohl frustriert, aber aus World of Warcraft-Erfahrung auch motiviert, weil ich wusste, was ich ausrichten kann. In World of Warcraft war ich in gutem sozialen Standing als großes als High-Level-Member, also Person mit einem hohen Level innerhalb von diesem Setting. Und jetzt sprach ich aus der Person einfach ich selbst als Frau mit Job. Damit bin ich jedes Mal die Außenseiterin in so einer rein männlichen Sphäre. Ich lasse jetzt einfach mal diese Mails weiterspielen. Und ich bedauere, wir können das in diesem Tempo nicht übersetzen. Wir können das in diesem Tempo nicht nur nicht übersetzen, wir haben auch leider eine sehr schlechte Sicht auf die Folien, was es noch schwieriger macht. Wenn ihr das Kürzel nicht kennt, WNB, WNB, Would Not Bang, würde ich nicht vögeln. Normalerweise sage ich mehr darüber, aber wenn ihr versucht, mir auf Twitter zu folgen, werdet ihr sehen, dass ich jetzt einen privaten Account habe. Das hat durchaus hiermit heftig zu tun. Aber ihr werdet es sicher alle durch meine Verifizierung. Auditing schaffen. So nach all diesem Sisyphus-artigen Austausch mit Rouge und dem Rest von denen
Ich habe Inspiration gezogen von männlichen Performance Artists wie den Yes Men und habe angefangen, deren Taktiken zu übernehmen, zum Beispiel Multimedia-Performances und interaktive Videospiele und kreatives Schreiben. Und diese Wechsel zu den Strategien und Handlungsmustern hat direkt zu diesen Reaktionen geführt. Zum Ende des Bank-Projekts war meine Performance-Rolle zentral. Es war sehr über meine persönliche Erfahrung in diesem Feld. Und trotz meinen sehr schlechten Erfahrungen habe ich nicht aufgehört, darüber zu sprechen. Und ich habe mich selber ein bisschen aus dem Zentrum gezogen und stattdessen geht es mehr um die allgemeine Erfahrung, die in diesen Communities gemacht werden und in diesen kleinen Communities gemacht werden. Und sehr, sehr viel Sprache, die kaum verständlich ist und die sehr schwierig ist, sich anzueignen, vor allem als Frau. Und es ist schwierig, damit umzugehen, wenn man nicht die Zeit darin investiert habe, die ich darin investiert habe. Und das bringt mich zu dem nächsten Projekt, das Spiel, The Game, wo wir gleich darauf zu sprechen kommen. Nach dem Bank-Projekt habe ich mit anderen gesprochen. Und dieser Autor war deutlich aggressiver als andere sogenannte Pickup-Artists und die offensichtlich weniger aggressiv sind und die mehr auf die eigene Performance schauen und die mehr über Selbstreflexion und Selbstverbesserung sprechen. Und deswegen habe ich auf andere Pickup-Artists geschaut und dann ein Videospiel, ein erfahrbares Spiel geschaffen, was darüber geht. Im weiteren Talk wird es Beispiele für nonkonsensuelles Verhalten und übergriffiges Verhalten geben, wenn es euch belastet und ihr den Raum verlassen wollt, dann ist das gar kein Problem. Wir haben da ein großes Verständnis dafür. Das Spiel The Game, ist basiert auf einem anderen Spiel, was in einem Männerforum hervorgekommen ist, in dem sich Pickup-Artists treffen, in dem sich Männer treffen. Und ich habe ein spielbares Spiel davon erschaffen. Und es geht nicht nur um den Pickup-Artist, der in diesem Buch beschrieben wird, in diesem Buch Neil Gaiman, sondern auch um andere Arbeit, die Pickup-Artists machen. Und die Erfahrung, die das Spiel darstellen soll, ist eine Interaktion mit Pickup-Artists in dem Ort, an dem sie sich meistens aufhalten, in einer Bar. Es geht um die Erfahrung, die diejenigen machen, die von Pickup-Artists angesprochen werden und deren Grenzen nicht respektiert werden. So, den ersten Pickup-Artist, den wir treffen, ist Julian, der von dem Pickup-Artist Julian Blanche inspiriert ist. Und das ist der... Ja. Aller Dialog von den Pickup-Artists in diesem Spiel kommt als direkte Zitate aus deren Büchern, DVDs, Videokonferenzen, als direkte Zitate davon. Und aus Hidden Camera Footage, versteckte Kameraaufnahmen, die sie online verkaufen. Viele davon sind sehr teuer und nicht komplett online verfügbar. Ich vermute, dass es daran
liegt, dass sie auch verhindern wollen, dass sie Leute, die nicht von ihnen lernen wollen, dieses Material lernen. Und ich habe finanzielle Unterstützung von der Universität bekommen und deswegen mir vieles dieses Materials leisten können. Hier kommt ein Beispiel von einem versteckten Kameravideo. Nochmal eine Warnung dafür, es ist kein grafisches Material. Es ist nicht über pornografisch, es ist nur verstörendes, nicht konsensuelles Verhalten. Das ist ein kurzer Ausschnitt aus seinem Material. So when I'm like, you know what, it's after party, let's go, I'm going to the word now. Wenn ich also so bin, hey, nach der Party werde ich auf jeden Fall jetzt einbringen und jetzt sagen und jetzt sagen. Du musst nicht gehen, wenn du nicht willst, aber wenn, dann jetzt, ne? Abenteuer, jetzt, diese Sekunde, jetzt. Ich werde das ihr sagen und sagen und sagen. Sonst muss ich jetzt gehen. Also muss es jetzt passieren. Nimm also die Verantwortung von dem Mädchen weg und erzeuge stattdessen eine Dringlichkeit. Wir haben doch so viel gemeinsam. Was haben wir gemeinsam? Wovon redest du? Wir haben doch total die Verbindung. Wovon redest du? Ich habe doch so breite Schultern. Willst du die nicht sehen? Wovon redest du? Oh mein Gott, was tust du? Du bist verrückt. Wir haben schon geküsst. So, jetzt ist es doch. Jetzt ist es ja eh zu spät. Du wirst doch jetzt nicht zurückziehen. Du hast jetzt schon mit auf deinen Verlobten betrogen mit einem schlechten Kuss. Willst du das wirklich so stehen lassen? So, ich werde dir nur eine Umarmung zur Verabschiedung geben. Okay, eine Verabschiedung. Was? 2 Minuten? Nein. Nein, ich will das nicht. So this pretty much covers, you know, like aligning the emotional side of her brain. Das deckt ziemlich gut ab, die emotionale und die logische Seite ihres Hirns zusammenzubringen. Sorry. Ich habe dieses Video gezeigt. Ich habe Julians Hidden Camera, versteckte Kamera Aufnahmen im Spiel durchaus wiedergegeben. Das war ein solcher Ausschnitt. Auch wenn du dich dagegen wehrst, wirst du noch physisch durch die Gegend geschoben. Und das habe ich nicht erfunden. Das kommt so in Julians Präsentation sehr wohl vor. Sondern ich nehme einfach nur seine Präsentation der Frauen und gebe sie wieder. So wie es hunderttausenden Online-Fans auch wieder gibt. So etwa auch sichtbar auf diesem DVD-Programm. Und das hier wird als Erfolg verkauft in diesem DVD-Programm. Das ist ein Beweis für ihn, dass diese Praxis so funktioniert. Und diese hunderte von tausenden Personen, die sich das ansehen und dem folgen, kriegen es so kontextualisiert. Diese Widmung, jeden dieser Pickup-Artists genau wiederzugeben, hat ungefähr 3,5 Jahre Arbeit gedauert. Innerhalb des Spieles sind typische Interaktionen mit gewissen Optionen konfrontiert zu sein, bis enthusiastisch, irgendwie schnippisch, bis hin zu sehr aggressiv, dabei diese Menschen abzuwehren. Und wir kriegen verschiedene Reaktionen von diesen Pickup-Artists aus ihren eigenen Beschreibungen, wie sie damit umgehen. Jeder dieser Pickup-Artists benimmt sich verschieden, wenn er Widerstand durch die Frauen erfährt. Hier ist etwa eine von Rouge, so haha, ich spreche nicht mit Feministen. Wenn du Julian loswerden willst, sobald ihr Julian loswerden wollt, müsst ihr ihn nur physisch zurückschieben, so als Sicherheit für alle euch, die ihr das spielen wollt. Das funktioniert.
his time and he'll leave you immediately. And Rushvi is called Luke in the name because he was caught. Etwas signalisiert Luke, dass er nicht submissiv genug sagt, und er geht dann. Structurally, the game follows the mystery method M3 model, originally designed by Eric von Markovic. Das Spiel folgt einem gebaut von dem Pickup Artist Mystery. All diese Pickup Artists im Spiel haben dieses Modell benutzt. Und dann habe ich sie so getweakt, dass sie näher an das kommen, was die individuellen Pickup Artists tatsächlich tun. Und dann seht ihr, wie es die Timeline im Spiel strukturiert. Dieses Modell beschreibt, was passieren muss für eine erfolgreiche Eroberung. Also wollen wir den Pickup Artist direkt als besonders verspleent herausstellen und wie besonders unbeeindruckt sie von ihren Zielen sind. Das nennen sie Nagging, also negative Komplimente machen. Oder andere Strategien, wie finde eine attraktive Person im Raum und etabliere irgendwie, dass du sie kennst. To show an indicator of interest. In their world, this means touching their hair, making. Dann mach irgendwas, um Interesse zu signalisieren, wie etwa Körperkontakt herstellen. Was dann dazu führen sollte, dass sie ihre Freundinnen ignoriert, während der Pickup Artist mit ihr redet. Und dazu versucht der Pickup Artist, sie von ihren Freundinnen zu entfernen. Und mit seinem Ziel in eine andere Bar, eine Afterparty, wo auch immer hinzugehen, die meistens nur ihr Haus ist. Sie nennen das repetitive Berühren Kino. Dann wird es erst gelegentliche Berührung an der Schulter, dann Umarmung, dann Küsse. Also versuchen sie jetzt, die Frauen von einer gemütlichen und Wohlfühl-Location zur Schlafzimmersituation zu bringen. Und hier kommt dann die letzte Phase der Verführung. Jetzt geht es also darum, die Last-Minute-Resistance, also den Widerstand innerhalb der sogenannten letzten Minuten, noch zu umgehen. Da hat jeder Pickup-Artist unterschiedliche Strategien für, um da durchzupflügen, alles die Worte, wie sie von diesen Menschen durchaus benutzt werden. Und wenn ihr jetzt also innerhalb des Spiels euch in dieser Target-Position und dieser Phase befindet, habt ihr verschiedene Möglichkeiten, um euch gegen diese Situation wieder zu wehren. Und ich hoffe, dass SpielerInnen, die hiervon nicht traumatisiert sind, fühlen können, wie so eine erfolgreiche Eroberung aussehen kann. Das Spiel erlaubt euch auch, den Pickup Artist tatsächlich selbst zu erobern zu wollen. Das Spiel zeigt auch sehr deutlich hier, wie diese verschiedenen Gurus ihre Moves voneinander kopieren, wenn sie auch ihre eigenen Online-Forums haben, ihren eigenen Brand, sind diese Strategien. Hier seht ihr etwa die alte Strategie, ja, okay, mein Fernseher im Wohnzimmer funktioniert nicht, aber der im Schlafzimmer. Oder du solltest ein Vampire Diaries Video sehen. Oder dasselbe von Aaron von Markovic. Ich möchte dir etwas auf Google Earth zeigen. Und je mehr solche Austausche ihr innerhalb dieses Spiels habt, seht ihr, dass sie alle vom
dass sie alle voneinander kopieren und es nur noch ein bisschen modifizieren. Das ist alles illustriert in digital handgemachten Cyanotypen, blauen Prints. Und wurde digital aufgehübscht und verändert, mit mehr Farben aufgestellt und dann durch Python-Skripte gejagt. Und ich brachte mehr traditionelle Kunstprozesse wieder mit rein. Auch die Band Shushu hat die Musik für das Spiel komponiert. Also hat es dieses intensive musikalische Erlebnis, was diese klaustrophobische Umgebung verstärkt. Es wurde bisher hauptsächlich an Kunstausstellungen und auf Festivals gezeigt, aber das Ziel war immer, das Spiel online allgemein zu verkaufen, und das ist immer noch in Arbeit. Ich möchte auch sagen, obwohl ich das so hart beschrieben habe, es ist das Spiel manchmal auch tatsächlich lustig. Zum Beispiel ist Julian sehr involviert mit The Vampire Diaries, und viele seiner Pickup-Lines gehen um Vampire. Er hat ein Land, auf dem er Wassermelonen züchtet, und es geht mir nicht nur darum, die zu zeigen, wie gefährlich diese Taktiken sind, sondern auch diese Taktiken aufzuzeigen und herunterzubrechen und in kleinere Momente erfahrbar zu machen, was im echten Leben nicht möglich ist. Und es kann leicht als nicht echt abgetan werden. Und was ich zeigen möchte, ist die Schwere dieser Erfahrung, ohne sie zu simplifizieren, was Mainstream-Medien häufig tun, um die Komplexität dieses Thema detaillierter aufzuzeigen. Ich möchte die Spielerin in eine Position bringen, wo sie Entscheidungen treffen und das Erfahrungen machen, die zum Beispiel in einem Roman nicht dargestellt werden können. Und wenn man durch alle Szenarien durchspielen würde, wären das ein 400-Seiten-Buch. Aber für mich gibt es einen sehr wichtigen Punkt, diese Erfahrungen erfahrbar zu machen, statt einfach nur darüber zu schreiben. Ein Punkt ist die Verkörperung davon, die diese männliche Verführungstaktiken zu erfahren, dadurch, dass man sich dadurch bewegt, statt nur darüber in einem kurzen Text zu lesen. Um diese Praxen erfahren zu können und das zu verstehen, ist essentiell, um zu verstehen, warum Männer dazu kommen, sich diese Bücher durchzulesen. Viele dieser Pickup-Artists haben unglücklicherweise ein Monopol in diesem Bereich. Sie bewerben ihre Sachen auf Bodybuilding-Webseiten und versprechen schnelle Resultate. Die Pickup-Artists haben veraltete Ideen über biologische Verhalten von Frauen und missachten Konsens. Und jetzt bin ich fertig mit dem Teil, wo ich erzähle. Und jetzt spielen wir das Spiel zusammen. Und ich hoffe, dass ich 15 Minuten habe, um mit euch durch das Spiel zu gehen. Also haben wir jetzt 15 Minuten, um uns das Spiel anzuschauen und durchzuspielen. Wir werden nicht durch die sexuell expliziten Szenen zu spielen. Und ich habe euch auch schon ein paar Tipps gegeben, wie man Julian Blosch abwehrt. Und wir machen das ein bisschen kürzer. Wir machen mal 13 Minuten. Einen Moment noch. Wir laden das Spiel. Ich muss meinen Bildschirm duplizieren, sodass wir das Gleiche sehen.
Schaut euch nicht meinen Bildschirmhintergrund an. Cool, das sollte es sein. Jetzt geht's los. Dun, dun, dun. Es geht gleich los. Lass mich kurz in die Einstellungen schauen. Das, was ihr jetzt hört, ist der Soundtrack, die Musik von Shushu. Ich mache die mal ein bisschen leiser, sodass ihr mich noch hört. Es ist sehr dramatische Musik. Das Spiel öffnet damit mit einem Kontext, was dabei helfen soll, zu verstehen, worum es in dem Spiel geht. Ich möchte nicht, dass jemand dieses Spiel spielt, ohne zumindest eine grobe Idee zu haben, was für Erfahrungen darin gemacht werden können. Also so wie wir das jetzt zusammen spielen, sobald wir zu dem Punkt kommen, wo sich die Handlungsstränge auseinandergehen, werde ich zählen 1, 2, 3, 4 und dann dürft ihr reinrufen, welche Nummer wir auswählen. Also ruft einfach rein, auch wenn ich irgendwie zu schnell hier durchklicke. Ich würde sagen, für die Übersetzung ist das leider tatsächlich etwas zu schnell, den ganzen Text auf dem Bildschirm auch noch mit zu übersetzen. Oh, Steam. Oh, that's embarrassing. How many embarrassing things can happen to me in a talk tonight? Okay. Wie viele blamierende Sachen können innerhalb so eines Vortrages mit mir passieren? Eins, zwei. Ja, es ist eindeutig zu schnell, selbst wenn man es sieht. Insgesamt wird die Perspektive einer Frau beschrieben, die in eine Bar kommt und jetzt erstmal mit dem Barkeeper ins Gespräch kommt. Einfach darüber, welches Getränk sie haben möchte. Sie nimmt jetzt einen Bourbon mit einem Glas, mit einem Schuss Wasser. Und kriegt ein groß gefülltes Glas. Du bezahlst den Drink und drehst dich um. Diese Sektion ist insbesondere dafür gemeint, dir zu erzählen und ein Tutorial zu geben, wie man das spielen soll. Jetzt haben wir in diesem Raum offensichtlich einen hohen Männerüberschuss, die alle die Protagonistin, die wir gerade verkörpern, anstarren. Ah, und wir suchen unsere Freundin innerhalb der Bar, die sich weiterhin auf unsere Textmessages noch nicht gemeldet hat. Und du wirst sie auch nicht sehen können, denn diese ganzen Männer stehen dir im Weg, um sie zu sehen. Und wollen alle irgendwie Augenkontakt zu dir aufbauen, bis du tatsächlich einen versehentlich erwischt. Der jetzt diesen Augenkontakt intensiv versucht auszuhalten, nach dir greift und dich versucht umzudrehen. Das ist keine Bitte, das ist ein Befehl. Was tun wir jetzt? 1, 2, 3, 4. Ich habe viele Vieren gehört. Wir lachen ihn aus. Und sagen ihm jetzt, wer zum Teufel bist du? Und der Typ reagiert direkt mit I love you. 1, 2, 3 oder 4? 4. Warum zum Teufel hast du das getan? Ich kenne dich nicht. Hey, ich bin doch, ich will dich doch nur ärgern. Mein Name ist Julian, was ist dein Name? 1, 2, 3 or 4. 3. Wir lachen ihn weiterhin für seine Bemühungen aus.
Und er versucht jetzt, was ist dein Name, was tust du? Vierter Versuch, wir versuchen ihn zu ignorieren und wegzugehen. Und kriegen, oh, du bist so verliebt in mich. Und er starrt uns immer noch intensiv an. Hat er sich überhaupt irgendwas von uns angehört? Kann er das irgendwie merken? Blinzelt er überhaupt? Und fragt uns jetzt, mit wem bist du hier? Wartest du auf jemanden? Was sagen wir? Zwei, aufregend. Boah, bist du neugierig, ungefähr. Und Julian versucht, uns noch eine Person vorzustellen, nämlich Tyler. Und Julian bringt plötzlich eine Frau mit rein in den Kontext und behauptet, das sei seine Freundin. Du bist völlig verwirrt, dass er plötzlich eine Freundin vorstellt und er aber kommt so irgendwie, jetzt blamier mich doch nicht von meiner Freundin. Wie reagieren wir? One or two. Okay. So, er versucht uns zu motivieren, dass wir ihr schreiben, dass wir uns nicht mehr treffen. Er sagt, nö. Ja, jetzt sind wir Julian offenbar los, aber wir haben jetzt direkt Rouge an der Backe. Und er sagt zu uns, du siehst aus, als hättest du hier den meisten Spaß von allen anderen, mit einem leicht sarkastischen Ton und einem latenten Lächeln. Alle stimmen für fünf. Meinst du das im Ernst? Und er sagt, ich habe hier nur einen Drink und zock mir in den Schultern. Drittens, ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Er zuckt weiter mit den Schultern, sagt, du bist schon ganz schön seltsam. Er dreht sich um, geht weg, aber dreht sich nochmal um zu sagen, du bist mir eh zu alt. Und wir entspannen uns, dass wir ihn trotzdem los sind. Und wir werden weiterhin von den Pickup-Artists gestoppt, um davor unsere Freundin zu finden. Es sieht ganz so aus, als ob die sich konspirativ, verschwörerisch verhalten. Oder vielleicht ist es eine bitte lächeln versteckte Kamera-Art-Situation. Aber dieses Meer von Männern teilt sich. Und jetzt kommt der älteste dieser Männer auf dich zu. Er zieht einen Zettel und Stift, schreibt irgendwas. Und die Notiz sagt, hey, ich mache eine Umfrage über schlechte Pickup-Lines. Welche davon möchtest du einkreisen als die schlechteste? One, two, three, or four. Two. Okay. Ich weiß nicht, wer es die Nummer 3 war, aber wir sagen ihm, die Nummer 3 ist die schlechteste. Und jetzt sagt er uns, er ist Ross und ich finde, du siehst einfach so toll aus, ich musste dich unbedingt treffen. Wir machen das vierte. Was zum Teufel? Ich bin kein Pickup-Artist-Experiment. Geh weg. Er legt ein Tampon auf den Tresen und schiebt es rüber und sagt, ach, es ist wohl diese Zeit im Monat. Wir scheinen auch denen los zu sein. Ja, deine Freundinnen haben eine Gruppe von Leuten gejoint, die du nicht kennst. Hey, wir haben hier eine Debatte und brauchen eine schnelle Meinung von dir. Wendet sich an die ganze Gruppe und sagt, dass sie sich doch alle bitte da reinregen sollen. Irgendwas dazu, ob es Betrug innerhalb von der Beziehung ist.
Und hier also die echte Frage. Und ich sage euch gleich warum in einer Sekunde. Zu schnell, sorry. Jetzt werden wir direkt von der Person angesprochen. Ich kann nicht lange bleiben, aber ich muss dir schnell eine Frage stellen. Glaubst du, dass es Zaubersprüche tatsächlich gibt? Ich weiß, das ist eine ungewöhnliche Frage, aber ich sag dir gleich, warum ich die stelle. 1 bis 5. Okay. Natürlich wirkt Magie und damit solltest du nicht spaßen. Siehst du meinen Freund da drüben? Und zeigt, schaut über seinen... seine Schulter. Erzählt im Wesentlichen eine Story, warum der Typ, dass der Typ sich ständig wieder mit dieser Frau getroffen hat und dann nichts passierte. Darauf antworten wir jetzt. Alle benehmen sich so, als wäre er unglaublich charmant. Und sagt jetzt plötzlich, hat sein Haar seine echte Farbe. 1 bis 5. 4. Du bist ein Glatzkopf. Was zum Henker geht dich mein Haar an? Ich hatte Haar, was mir bis zum Arsch ging. Und dann wurde mir klar, dass es meinen besten Körperteil versteckt. Und jetzt zieht er an deinen Haaren, um rauszukriegen, ob es eine Perücke ist. Wie reagieren wir? 3. Wen sollte es interessieren, ob das eine Perücke ist und sollte irgendjemandem peinlich sein, eine Perücke zu tragen? Hör auf. Er behauptet, ich trage tatsächlich eine Perücke, aber ich bin darunter auch glatzköpfig. Und ob ich jetzt mit einer Bald Cap oder mit einer tatsächlichen Perücke rausgehe, verändert nicht, wie Leute sich mir gegenüber benehmen. Und weißt du, was ich dabei gelernt habe? Dass Schönheit etwas total Normales ist. Du bist entweder damit geboren oder du hast dafür bezahlt. Und du hast ein großartiges Lächeln, aber unter all dem bist du wahrscheinlich eine total tolle Person. 1 bis 4. Ich möchte wirklich nicht mehr mit dir reden. Er lacht und tut so, als wäre er von der Zurückweisung verletzt, getroffen. Schaut aber schon zur Gruppe der anderen Leute rüber. Und zeigt auf den ersten, der uns heute versucht hat aufzugabeln. Ja, unsere 15 Minuten sind um. Hat nicht gut funktioniert mit dem Wecker, sorry. Danke fürs Spielen. Das Ende. And thank you, Angela Washko. Danke, Angela Washko, für diesen brillanten Talk. Leider haben wir keine Zeit mehr für Q&A, aber du wirst ja hier sein. Also eine weitere warme Runde an Applaus für unsere Vortragende.